Ach ja, die Berufsschule ist auch noch etwas, dem wir uns widmen sollten. In einer belebten Gegend auf Shoppingtour zu gehen, das ist wohl etwas riskant. Wenn ich meinen Urlaub hier noch mehr Ärger habe, dann bestelle ich dich wieder. Das ist lobenswert, vielen herzlichen Dank. Erzähl's deinen Freunden. Boom. Arbeitshandschuhe und stabiles Plastik. Ach ja. Und wo ich es jetzt dann auch wieder sehe, sollten wir vielleicht auch Sumi dir mal wieder einen einen Besuch abstatten. Ist da mal jung. Also es ist jetzt das erste Mal, dass wir hier sind, ne? So. Was ist hier? Bandsauna. Wir könnten jetzt halt nach da oben gehen und das halt auch einfach mal mitnehmen. Ich meine, ein bisschen Kohle ist Kohle. Und dann hätte ich eine Idee, wo wir hingehen könnten. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Weil dann haben wir Kohle. Auf der anderen Seite rufen wir erstmal ein Taxi. Besser ist das. Und ich möchte tatsächlich zur... Wo will ich denn hin? Da will ich hin, glaube ich. Ich meine, wir haben jetzt 131.000. Müssen uns jetzt wahrscheinlich dann auch mal wieder so ein bisschen ausrüsten. Vor allen Dingen, weil wir ja aktuell gerade kaum eine Wahl haben. Ist, dann wirst du groß und stark. Jetzt sind wir da. Oh, look at the Riesenrad. Welch famoser Traum. Oh, hi. Lieber in die Bälle. Ach, lass mich doch in Ruhe. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Wir gehen zumindest schon mal in die Richtung, wo ich hin will. Aber wenn wir jetzt eh gerade hier sind, machen wir ein ganz kurzes Diner. Weil wir sehen aktuell nicht gut aus. Boah. Den teuersten Laden hier ausgesucht. Mal eben für 40 Euro essen gehen. Also, so 30. So, dir auch schönen Tag noch. Ach ja, und frohe Weihnachten. Nachträglich, ja? Muss ja auch nett sein zu den Leuten. So, dann können wir hier nämlich noch so ein bisschen den Nebel aufdecken. Das ist ja nicht mal unwichtig. Schwuppdiwuppdiwupp. Und natürlich sollten wir uns dabei auch ein wenig umgucken. Natürlich kommen jetzt hier die Flitzpiepen. Sechzehn. Ja, okay. Perverser, das klingt nach Arbeit für Psycho. Bisher war doch klar. Komm mal her. Boom. Bleib du mal da stehen, bitte. Das war gar nicht mal übel. Und das geht so. Ich meine, die Brechstange, die ist hier schon sehr OP. Das geht aber bestimmt besser. Boom. Idle Power Chini. Wer übrigens weiß, aus welchem Dorama dieser Spruch ist, mit Nobuta Power Chini. Echten Keks. So. Jetzt mal hier ganz kurz unsere Aufgabe erfüllen. Da ist nix. Bist du denn? Kann man dir helfen? Brauchst du mehr Kohle? Dann geh einfach zum Convenience Store und heb was im Geldautomaten ab. So einfach geht das. Oh ja, das ist bestimmt super einfach, wenn halt auch irgendwas auf dem Konto drauf ist. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, das erstmal kurz einzuzahlen.
Ich meine, wir können es ja dann wieder abheben. Wenn besser auf dem Konto, als dass es dann weg ist. So, hi. Habt ihr zufällig Sushi? Ah, guck mal hier, die Premium-Sushi-Kombo. Ja, kommen wir auf 6000 ein. Komm. Dann können wir nämlich endlich Nancy retten gehen. So, haben wir irgendwelche Reports, die wir machen müssen? Nee, aber ich kann ja mal ganz kurz die Gunst der Stunde nutzen, um mal nachzugucken, was denn da in irgendeiner Form auf dem Tableau steht. Eine Motte haben wir, ein Schmetterling fehlt noch. Okay. Eine Lieferanfrage, Kitty Cat. Das ist bestimmt irgendwas aus dem UFO-Catcher. Naja, Preislieferung, ja klar. Das sind auch Sachen, die wir noch erledigen können. Es wäre wahrscheinlich nicht unklug, dass wir uns da so ein bisschen drum kümmern. Jetzt könnten wir mal eben den Schlenker noch machen. Oh, guck mal, da oben ist noch was. Ja, da kümmern wir uns später drum. Sinnvoll ist es jetzt wahrscheinlich, wenn ich zur Bar gehe. Erstmal ganz kurz. Up. Da, ins Barviertel und zur Survive Bar. Mal ums ein oder andere kümmern. Wäre durchaus sinnvoll. So. Denn ich muss natürlich noch von Dingen Gebrauch machen. Die sich uns hoffentlich noch eröffnen. Guten Tag. Mit Iroha hatte ich, glaube ich, schon gesprochen. Ach ja, stimmt. Wir brauchen da ja noch Stufe 4. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Schade. Mr. Bardude. Sag mal, Kasuga, hast du Hunger? Hm? Na, ich kann immer was essen. Dann bitte sehr. Oh. Und gemischte Lunchbox. Dankeschön. Sieht lecker aus. Darf ich wirklich? Ah. Ich habe es extra für das Personal gekocht, aber es war zu viel übrig. Ich finde es schön, wie sie jetzt da drüben hocken auf dem Hocker. Ich hoffe, es gefällt dir. Seine Bentos sind die besten. Er ist extrem geschickt. Wieder mal ein Beweis dafür, dass das Aussehen täuschen kann. Der Typ kann sogar Blumensträuße binden. Warum hörst du nicht auf? Warum hörst du nicht auf, solange du führst, Eduard-chan? Aber weißt du was? Wenn du mir Zutaten bringst, dann kann ich dir wieder was machen. Hey, das klingt super. Aber Kochzutaten, wo kriege ich die denn bitte her? Du kannst in den Pflanzgefäßen vor der Bar Sachen anbauen. Die verwendet sowieso niemand und sie kriegen jede Menge Sonne. Da wächst also bestimmt etwas. Aber glaub nicht alles. Ich selber habe alles andere als einen grünen Daumen. Ha, deswegen soll ich es also versuchen. Oh, ist nur so ein Gedanke. Hier sind ein paar Tomatensamen, die ich noch von meinem Versuch übrig habe. Wenn du es schaffst, Tomaten zu züchten, dann nehme ich gerne welche. Du kannst hier wirklich keine Pause, oder? Alles klar, dann versuchen wir das mal mit der Gartenarbeit. So, Anbautipps. Schau dir eine der zahlreichen Pflanzgefäße von Yokohama an, während du Saatgut oder Blumenzwiebeln bei dir hast, um eine Vielzahl von Pflanzen zu züchten. Pflanzen wachsen im Laufe der Zeit und sind dann zur Ernte bereit. Du kannst sogar spezielle Gegenstände verwenden, um die Früchte deiner Ernte zu vermehren oder die Zeit bis zur Erntereife zu verkürzen. Der Barkeeper beim Survive kann deine Ernte in alles verwandeln, von Bentos über chinesische Medizin bis hin zu Blumensträußen. Was für ein talentierter und mysteriöser Kerl. Ich kann wohl jetzt zum Hobbygärtner werden. Es wird wahrscheinlich wieder das gleiche drin stehen. Oh, verschiedene Tipps, was haben wir da? Geschenke.
Die Blumen, die du züchtest, kannst du dem Barkeeper im Survive bringen, damit er daraus Sträuße bindet. Die Blumensträuße kannst du den Personen schenken, mit denen Kasuga sogar eine Liebesbeziehung eingehen kann. Ohuhu. Du vertiefst damit die Bindung zur jeweiligen Person. Wer weiß, vielleicht funkt es ja. Das hoffe ich doch schwer. Do-it-yourself-Ernte. Du kannst zum Hobbygärtner werden und in Pflanzgefäße Saatgut oder Setzlinge einpflanzen. Bald darauf kannst du die Blumen und Blumensträuße, die Blumen und Gemüse dann ernten, um Blumensträuße, Bento-Gewürze und Medikamente herzustellen. Ja nun. Was sitzt denn hier jetzt da? Ich meine, wenn wir jetzt gerade hier sind, was sagt denn eigentlich unser Status? Gruppe. Wert überprüfen. Ja, es wäre wahrscheinlich vorteilhaft. Ja, guck mal hier, Adachi ist kurz davor. Ich würde sagen, wir kommen gleich wieder. Dann können wir nämlich einfach, was wir beiden machen, das klingt falsch. Nun. Setzen wir doch mal ein paar Tomatensamen. Wir haben ja auch noch mehr Sachen gekriegt jetzt. Ach ja, hier, tatsächlich. Was pflanzen wir denn? Guck mal hier. Mal einen Tomatensamen. Pflanzen wir da ein. Ich habe keinen Dünger. Das müsste reichen. Bin gespannt, was daraus wird. Ich würde sagen, der Dünger ist tatsächlich nur dafür gedacht, dass das schneller geht. So, Tomatensamen. Okay, das nenne ich mal gepflanzt. Aber keinen Dünger. Müsste reichen. Bin gespannt, was daraus wird. Ah ja, okay. Und die laufen dann in Echtzeit, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich hier entferne. So, mal sehen. Was steht denn noch auf der To-Do-Liste? Ich meine, wir haben einige Sachen, die wir tun können bis dahin. Könnten zum Beispiel, den könnten wir auch noch mitnehmen. Damit wir wenigstens so ein paar Part-Time-Hero-Geschichten... Oh, da ist auch ein Pflanzgefäß. Damit wir wenigstens so ein paar Part-Time-Hero-Geschichten gemacht haben. Oh, ich hätte wahrscheinlich... Ich hätte in dem Moment, wo ich da oben war, vielleicht ein Taxi mitnehmen sollen. Hm. Ja, nehmen wir die doch mit. Wenn wir jetzt sowieso gerade schon da sind, wirkt das sinnvoll. Da unten ist ein Taxi. Wurschteln wir uns einfach mal durch. Wenn ich mich nicht ganz verkalkuliere, dürften das jetzt auch die Episoden nach den Weihnachtstagen sein und, glaube ich, vor dem Jahreswechsel. Von daher können wir das ja alles mal ein bisschen locker sehen, jetzt hier nach den Feiertagen. Mach mal so ein bisschen Chill-Out-Kram. Willst du meine CD-Sammlung sehen? Das klingt immer noch schwierig. So. Part-Time-Hero einmal umdrehen, bitte. Und dann gemütlichst und behend über die Straße. Guten Tag. Ich werde nicht für dich arbeiten, also lass mich in Ruhe. Ich hoffe, der Teilzeitheld kommt bald. Das muss mein Kunde sein. Zeit, Teilzeitheld zu spielen. War 15.000. Oh, belohnungsgegenstand Blumenmikrofon und Klarglas repariert. Klarglas tauscht aus. Ist auch, ne, der Partner von Yoko. Klarglas. Ja, ich komme von Part-Time Hero und du musst lernen, dass Nein auch Nein heißt. Das macht meiner Kundin Angst. Was, ich biete der Dame einen Job an. Und dann zeige ich dir eben, wie es aussieht, wenn ich jemandem Angst mache. Ja, dann mal her damit. So, Bro. Look at this. Du kommst gleich dran, lass mich erstmal den umlegen. Au.
Weil ich glaube, wir sind jetzt sehr, sehr lange schon in unseren Jobs verharrt und ich würde doch tatsächlich gerne mal wissen. Bleib liegen. Ich würde dann doch gerne mal wissen, was die anderen Jobs noch so für uns bereithalten. Ob ich denn jetzt durch die DLCs neue Jobs habe, die sich in irgendeiner Form lohnen. Oh oh. Rage! Ja, das geht so. Schub. Vielen Dank. Dachte er echt, er kann die Leute zwingen, einen Vertrag zu unterschreiben? Jedenfalls buche ich dich garantiert wieder, wenn mal wieder so etwas passieren sollte. Das wäre sinnvoll, erzähl's deinen Freunden. Dankeschön, tschüss. Boom. Aus reiner Neugierde, Ausrüstung. Psycho. Achso, wir haben das Blumenmikrofon schon. Damit. Aber das bedeutet auch, dass wir Sachen durch diese Quests bekommen. Nehmen wir den auch noch mit. Es ist dann wohl jetzt eine Heldenfolge. Das klingt gut. Smartphone, dass es keinen Knopf gibt, um das Smartphone schneller zu erreichen. Das war hier, oder? Ich glaube, das könnte man gebrauchen. Und dann scheffeln wir uns ein bisschen Geld. Das kann ja nicht unbedingt schaden, weil wenn wir uns richtig erinnern, kostet ja auch die Schule so ein bisschen Geld. So, wo ist hier das Problem? Oh, der sieht groß aus. Ich rede erstmal mit euch da, weil wir müssen ja eben mit Menschen sprechen. Es ist kalt und ich bin müde. Können wir uns nicht irgendwo kurz ausruhen? So 3 Stunden ungefähr? Ich bin kein bisschen müde. Und du hättest eben im Lagenlook. Im Lagenlook gehen sollen. Okay. Oh. Oh, da leuchtet was. Oh, das Tojo Clan Wappen. Ach ja, stimmt. Tojo Clan Wappen müssen wir jetzt ja auch suchen. Entschuldigen Sie, Adachi. Entschuldigen Sie, Psycho. Ist ja barbarisch. Ich weigere mich, eurem erfundenen Zoll zu bezahlen. Ich kenne einen Teilzeitheld, der euch Manieren beibringt. Oh, das muss mein Kunde sein. Zeit, Teilzeitheld zu spielen. Oh, 30.000 Gasmaske und hochreines Blei. Oh, das ist scheiße, wenn nicht. Verschwindet einfach. Ja, die Fresse. Hier werde ich schon Respekt einprügeln. Ja, das glaube ich eher umgekehrt. Und er ist groß, der tut bestimmt weh. Was seid ihr denn für Piraten? Ein Stegosaurus, was? Ein bisschen Angst habe ich jetzt. Oh, erst mit dich hier weg. Oh, der hätte ja umfallen können jetzt. Oh, 91. Boah, boy. Komm weg mit dir. Ich glaube, da ist wahrscheinlich der Tech-Move nicht mal so unintelligent. Wir sind auch nur zu dritt jetzt. Oh, und er widersteht dem. Das finde ich nicht so gut. Nein, nein, nein. Okay. Das ist noch okay.
Browning ist noch okay. Kommt dich auch noch? Und der widersteht dagegen. Not a fan. Okay, Allergy ist wieder auf dem Damm. Vielleicht kriegen wir ihn ja doch. Da ja so viele Sachen momentan sich so in diesen Widerstand reinzwirbeln, wäre es wahrscheinlich halt wirklich intelligent, mal zu gucken, was die anderen Jobs noch bringen. Oh nö. Ich würde sagen, wir heilen uns einmal durch. Das ist nicht so geil. Oh nö. Die braucht den Sprit. Die braucht den Sprit ganz dringend. Auf dem Boden liegt. Okay, weg ist er. Jetzt wäre, glaube ich, der Stun ganz gut. Oh nein. Oh nein. Boah, das wird ein Kampf hier. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um aus Versehen Geld auszugeben, oder? Ich glaube, das ist okay. Dann sehen wir die auch mal. Sechs nur? Dein Ernst? Oh boy. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Was haben wir denn an MP-Gegenständen? Staminan wäre bei Ichi sinnvoll. Weil der ist jetzt dran. Ist schon nicht geil. Jetzt brauche ich einen Deckungsbrecher. Oh, you.
Das ist auf Raserei. Eieieiei. Psycho, mach mal dein... Oh. Okay. Deine Aufgabe, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Dann... Wir brauchen es definitiv. Okay. Bin hier mit. 116. Ja, bei ihr wäre es auch sinnvoll. Komm. Ja, wir bräuchten Nanba. Ja, auf jeden Fall ist der erste. Sinnvoller. Bleib liegen. So, weil jetzt können wir nämlich hier... Das dürfte aber auch einiges an Erfahrung geben. Komm, noch liegt da. Ich muss ihn doch stunnen können, komm. Sehr schön. Ist aber jetzt eh wieder vorbei. Aber der ist schaffbar. So, jetzt haben wir natürlich wieder dieses Problem. Wie viel hat er denn? Ich weiß es gar nicht. Komm, gib mir 200. 178, okay. Wir schaffen das. Ja, nehmen wir uns mal die Zeit und machen den hier. Ist ein ernstzunehmender Kampf hier. Liegen. Es ist natürlich die Reihenfolge auch so ein bisschen im Eimer.
Yeah! Oh. Jetzt wäre es sinnvoll, wenn wir Adachi zumindest heilen. Frag mich, ob ja einige Skills dann behalten werden, wenn man, also die zwischen den, das charakterspezifische Skills sind dann. So, mal gucken, vielleicht können wir ihn noch einmal stunnen. So, jetzt ist Schluss. Boom. Gott, das war was. Wir werden ganz schön kreativ mit ihren Erpressungen. Nicht, dass ich es gut finden würde. Vielen Dank jedenfalls, mein Held. Jo, kein Ding. Erzähl's deinen Freunden. Gut. 10.000 nochmal ausgegeben, 30 haben wir gekriegt. Das ist doch nicht schlecht. Oh, und wir sind Junior-Held. Das ist sehr gut. Auf dem Weg zum vermeintlichen Aufenthaltsort von Nanba kann es Kasuga nicht lassen, seinen Pflichten als Teilzeitheld nachzukommen. Denn schließlich gibt es in Yokohama immer noch ganz viel zu tun, bis die Straßen alle sicher sind. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder etwas Bargeflüster und weitere Erkundungen in Yokohama. Hier gibt es schon einen ganz kleinen Ausschnitt auf das, was euch dann erwartet. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mich das doch gerne wissen. Bis dahin, ciao, tschüss!